Der Bomber hat zugeschlagen bei den Fischtown-Pinguins. 2 Tore erzielt und hat auch wieder ein bisschen einstecken müssen, wenn wir in sein Gesicht gucken. Björn, guck mal ein bisschen in die Kamera, dann sehen wir auf der linken Seite von seinem Gesicht so eine kleine Beule, was da passiert. Ja, ich habe einen Schläger abbekommen, kurz vor Schluss. Ich habe es kommen sehen, ja. Der Bartlick, das war nur noch darauf aus, am Ende ein bisschen Härte zu verteilen. Und ich bin der Meinung, die Scheibe war relativ lange weg und er fährt den Check noch zu Ende. Aber war das wirklich so eine unfaire Aktion? Wollte er da bewusst was machen? Du kennst ihn ja nun auch gut. Ja, du, der Spiel gegen mich immer grundsätzlich unfair. Aber das ist, das ist sein Spiel. Das war jetzt nicht total außerhalb des Reglements, ja. Das war so ein Zwischending, aber Schläger war einfach oben. Du hast 2 Tore gemacht, das zählt heute Abend für die Fischtown-Pinguins, das war ein wichtiger Sieg. Ja, super wichtig für uns, gerade weil Weißwasser liegt uns nicht, Sonntag in Bietigheim. Normalerweise sind die ja eigentlich sehr gut, ne? Wir gewinnen nur komischerweise mal sehr hoch gegen die. Und es ist gut, wenn wir schon an dem Wochenende mit 3 Punkten dahin fahren. Wird ein heißer Tanz in Bietigheim, gerade das letzte Spiel in der alten Halle, die werden motiviert sein. Definitiv, gerade gegen uns. Die haben wirklich zwei Klatschen gekriegt gegen uns. Und ich denke mal, die gerade auch im Hinsicht eventuell Playoffs, wollen sie vielleicht auch irgendwann mal ein Rezept gegen uns finden. 4-2 gewonnen, du hast 2 Tore gemacht. Ich hatte so im Mitteldrittel das Gefühl, du warst sehr motiviert. 2 Strafzeiten gezogen, war ein bisschen blöd gelaufen da, oder? Der zweite war berechtigt irgendwie, meine ich, die Strafzeit, oder nicht? In der Bande. Gute Frage, so. Es geht so schnell im Spiel. Ich könnte so daneben liegen, was ich jetzt sage. Das eigene Empfinden. Dann erzähl, wie war dein Empfinden? Ich würde natürlich nie zugeben, dass ich Schuld habe, ist ja klar. Ja, okay. Noch eine persönliche Frage. Weihnachten steht vor der Tür. Was machen die Geschenke? Alles beisammen? Oh, da bin ich schlecht. Ich bin wie immer total im Rückstand. Au. Was wünschst du dir denn? Was wünsche ich mir? Ganz ehrlich, das hört sich jetzt so ein bisschen schnulzig an, aber einfach ein bisschen Zeit mit der Familie. Das ist ein guter Wunsch. Wir wünschen dir alles Gute für die 5 Pinguins und natürlich auch für deine Zukunft hier in Bremerhaven. Danke. Ja, euch auch frohe Weihnachten. Danke.